Malin, ich mache heute heißen Holunder. Dafür braucht ihr einen Löffel. Ich benutze zum Trinken einen Strohhalm, halt zum Umrühren. Eine Tasse. Dann heißen Holunder. Den solltet ihr nicht abends trinken, weil der macht aktiv, also der macht munter. Dann auch noch heißes Wasser. Und ich, weil es mir sonst zu bitter ist, benutze dann auch noch Zucker. Okay, wir bräuchten Zucker neu. Ich habe jetzt sehr, sehr wenig, aber das macht nichts. So, das habe ich schon vorgekocht. Wir müssen das Ganze sehr schnell machen. Und ja, jetzt fülle ich das Ganze einfach mal rein. Mach die Tasse voll. Dann nehme ich mir den heißen Holunder. Mach das so weit auf wie möglich. Jetzt habe ich die Schere. Weil ich was Bestimmtes machen werde. Dann nehme ich mir den Löffel. Gehe einfach rein und fülle das Ganze da rein. Ich mache das jetzt einfach. Weil es schon so wenig ist, ist nur so wenig. Nimm einmal zwei Löffel, weil das ist auch eine Art Tee. Das Ganze ist jetzt ein Löffel. Ich kann ja auch mal mit einem Löffel auskommen. Das macht ihr eh schon aktiv. Und ja. Ich kann das Ganze auch kalt trinken. Das hätte ich auch machen können. Mir ist eh schon sau heiß. Ja. Und übrigens, am Samstag bis Sonntag soll es 38 bis 39 Grad haben. Grad Celsius plus. Nach Radio. Was? Nach Radio. Nach Radio. Also laut Radio. Das Antenne Bayern hat das halt gesagt. Und ja, ich bin... ich hab baff. Mir hat die Sprache verschluckt, als ich das heute Morgen erfahren habe. Und ja. Dann rühre ich das Ganze jetzt mal um. Wie jetzt bitte sich das mal durch. Echt jetzt. Außen können wir es nicht. Jetzt probiere ich mal. Lecker, aber heiß. In meinem nächsten Video mache ich Paradiescreme. Und ja, was es genau ist, erfahrt ihr im nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.